So, na kommt. Lass uns nochmal hier auf der Insel ein bisschen umschauen. Die ist ja nicht groß. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ja, die sind schon alle tot. Ist schon okay. Wie wir denn an die beiden Schätze drankommen? Müssen wir da echt runter zu den Haien? Oder gibt es hier auf der Insel? Och, sieh mal an. Oder gibt es hier auf der Insel irgendwo noch einen Höhleneingang, wie man zu den beiden Schätzen kommt? Aber sieht nicht so aus. Wir haben jetzt eigentlich schon die ganze Insel gesehen. Okay, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal abtauchen zu den beiden Haien. Mal gucken, ob man unter Wasser überhaupt kämpfen kann. Wir haben ja gespeichert. Weiß nämlich gar nicht, ob das überhaupt geht. Lass mal tauchen. Wo sind die Haie? Da unten. Schatzplündern 2, ja. Ah ja, okay, kann man. Kann man, aber kann ich die nicht anvisieren? Warum kann ich die hier nicht anvisieren? Oh fuck. Der hat unseren Arm. Der hat unseren Arm. Autsch. Ah, wir sollten das mit den Haien erstmal lassen. Ich kann die nicht anvisieren. Ich weiß nicht warum. Oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, dran vorbeizuschwimmen. Geht das gut? Boah, tatsächlich noch soeben geschafft. Aber wir haben keine Luft mehr. Oh. Ah, okay. Wir werden sterben. Okay, dann werden wir sterben. Dann werden wir halt sterben. Komm noch schnell. Versuchen, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Komm schon, Cassandra, beeil dich. Hier hätte man wahrscheinlich hinkommen sollen. Scheiße, das wird eng. Hätte man wahrscheinlich herkommen sollen. Wenn man ein bisschen länger die Luft anhalten kann. Ja, das wird nix. Das wird nix. Komm schneller, Cassandra. Komm. Nein, knapp. Okay. Genau deswegen hatte ich gespeichert. Dann lassen wir die beiden Truhen erstmal aus. Obwohl, man schafft. Doch, wir können es noch einmal versuchen. Doch, lass uns das noch einmal versuchen. Und zwar, indem wir nicht erst gegen die Haie kämpfen, sondern einfach direkt durchschwimmen. So machen wir das. Dann müsste die Zeit eigentlich auf jeden Fall reichen. Da unten. Die Gegend wird gut bewacht. Nee, hier wird nichts gut. Aua, toll. Dann haben wir uns schon beim Runterspringen wieder verletzt. Neue Inhalte sind verfügbar. Du musst zum Titelbild zurückkehren, um sie automatisch zu aktivieren. Ja, will ich aber nicht. So, wir tauchen jetzt hier ab. Am besten so, dass die Haie uns nicht sehen, wenn das möglich ist. Weiß nicht mehr, wo es reinging. Ach, hier unten. Oh, mal gucken, ob das hinhaut. Mal gucken, ob das hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch, aber es wird nichts, ne? Nein, Cassandra, nicht anecken, nicht anecken. Ich habe halt echt das Gefühl, hier soll man hin. Hallo, du sollst den Schatz plündern. Man soll hier hin, wenn man länger die Luft anhalten kann. Ja. Und jetzt schnell zurück. Okay, das wird nichts. Ja, dann lassen wir es halt. Vielleicht gibt es irgendwann eine Fähigkeit, mit der man länger die Luft anhalten kann. Ich weiß es nicht. Und dann kehren wir hier nochmal zurück. Oh nein! Oh! Das war noch die Luft, das war noch nicht mal unser Leben. Doch, wir schaffen es. Ja, nice. Geil. Ab aufs Schiff. Am besten so, dass die Haie uns nicht hinterherkommen. Okay, cool. Dann haben wir die beiden Schätze und den Ort jetzt doch schon abgeschlossen und geplündert. Perfekt. Ja, nice. Boah, da hinten gibt's Stress mit den Schiffen. Was? Warum sind wir jetzt im Kampf? Was? LOL, die Haie! Als ob!
Lasst uns in Ruhe. Oh no. Lasst uns, lasst uns, lasst uns. Schnell hier hoch, Cassandra. Oh, wow, 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 wow. Komm, kletter hoch. Oh, ja, ja, ich dachte, was geht denn jetzt ab? So, dann schauen wir doch noch einmal, was wir denn gefunden haben. Hier an der Brustplatte. Und zwar den hier. Ne, den hier. Plus 4% Kriegerschaden haben wir hier auch drauf, aber Rüstung mehr nehmen wir. Der macht halt keinen Sinn. Kriegerschaden ist halt cool, aber 3% schwere Klingenschaden nutzen wir halt nicht, ne? Wir haben was Neues für unser Schiff. Aussehen des Schiffes ändern. Löwengalionsfigur, okay. Die mächtige Löwengalionsfigur inspiriert die Besatzung zu Heldentaten im Angesicht des Feindes. Na gut. Wie können wir... Achso, mit Linksklick können wir Sachen behalten. Ahahaha. Dafür brauchen wir auch nochmal richtig viel Geld. Holz und halt Materialien. Diese uralten Tafeln enthalten vergessenes Wissen um die Ingenieurskunst. Man findet sie auf der ganzen Welt in alten Ruinen. Mit diesem Wissen kannst du die Adrasteia verbessern. Okay, das bedeutet... Klar, ne? Immer... Alles anschauen, alle Fragezeichen mitmachen, könnten ja Ruinen sein, wie auch immer. Ausdauer der Ruderer verlängern, das wäre halt vielleicht ganz, ganz cool. Wir sollten mal, wenn es denn geht, allgemein den Schaden verbessern. Aber wow, dafür brauchen wir auch viele Drachmen. Obwohl, da machen wir es einfach genauso wie mit unseren anderen Sachen auch allen. Wir kämpfen so lange, ja... wie es funktioniert, und wenn wir merken, wir bekommen richtig Probleme, erst dann werden wir irgendwann mal aufrüsten. Ich schätze mal, das ist so am sinnigsten. So, Kollege, dein Bruder hat es leider nicht geschafft. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten. Keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Neues Besatzungsmitglied erhalten. Sehr gut. Bessere den Rumpf. Das hier, um mehr Besatzungsmitglieder hinzuzufügen. Das plus 5% Schiffszustand plus 5% Schiffspanzerung. Zwei Bootsleute können angeheuert werden. Rumpfverbesserungen machen die Adrasteia widerstandsfähiger. Oh, das macht doch auf jeden Fall aber Sinn schon mal, ne? 130 Holz, zwei Tafeln, 80 Erz, aber 1400 Drachen. Egal, das machen wir jetzt einmal. Nur damit wir es schon mal gemacht haben. Und dann können wir auch direkt ihn hier. Hektorn, Bootsleute. Plus 3% maximale Schiffspanzerung. Nice. Ja, immer her mit dir. Immer her mit dir. Und wir sind Stufe 8. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Okay. Dafür nehmen wir uns jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit. Was macht Sinn? Werde zu Koryphäe im Umgang mit Betäubungsfallen und mache Ziele kampfunfähig, statt sie zu töten. Stelle die Pfeile im Inventarmenü her. Erfasse bis zu 4 Gegner gleichzeitig und verschieße Pfeile, die 150% Jägerschaden bei jedem Ziel anrichten. Sowas macht halt Sinn. Sowas wird halt auch Sinn machen, weil oftmals Wachen, Banditen, Piraten, wie auch immer, oft... in kleineren Gruppen nebeneinander stehen. Und so würden wir dann direkt einen AOE-Schaden hinzufügen, ne? Schieß einen mächtigen Pfeil, der 290% Jägerschaden anrichtet. Und bis zu doppelt so viel, wenn er vollständig aufgeladen wurde. Die Effektivität von Brand- und Giftpfeilen wird auf 150% erhöht. Du kannst auch Spezialpfeile nutzen. Der Tritt... Ja, zerbricht deine Schilde.
Lebe weiter. Weise die Fähigkeit zu. Wirf Leone das Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatschaden anzunehmen. Kann einmal verkettet. Was heißt, kann einmal verkettet werden? Du kennst dich bestens mit Giften aus. Die Effektivität von Gift erhöht sich um 25%. Für 20 Sekunden richten. Für 20 Sekunden, nicht nur für 15 Sekunden. Wir nehmen mal das hier. Verstehe auch nicht, warum wir, obwohl wir das hier noch nicht gelevelt haben, verschieße 3 Pfeile gleichzeitig, die jeweils 100% Jägerschaden anrichten. Haben wir ja noch nicht gelevelt. Warum können wir schon direkt machen, erfasse bis zu 4 Gegner gleichzeitig? Mit 150% Jägerschaden. Dann nehmen wir doch erstmal den hier. Den nehmen wir auf die 2. Habe ich jetzt einfach mal gemacht, ne? Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung war. So. Jeff kann jetzt schon wieder verbessert werden? Warum? Da können wir unser Schiff verbessern, aber wollte ich halt noch nicht machen. Schaden und Gesundheit verbessert Stufe 8, waren wir doch jetzt vorhin schon, oder nicht? Neue Gravur freigeschaltet, plus 4% Giftschaden. Das ist nice, plus 4% Giftschaden, ja, cool. Aber das war halt schon der Fähigkeitspunkt, den wir gerade gemacht haben. Visuelles Anpassungssystem. Das visuelle Anpassungssystem lässt dich das Aussehen deiner Ausrüstung ändern. Du kannst diese Aktion direkt im Inventarmenü ausführen, indem du den ausgerüsteten Gegenstand auswählst, den du verändern möchtest. Okay. Die Schultern am besten. Die sehen gar nicht mal so schick aus. Ah, geil. Dann können wir den Wert nehmen von dem, was wir drauf haben, aber wir können das Aussehen ändern. Oder wie sehe ich das? Okay, okay. Nochmal zurück, aber was ist denn das? Ist das nicht das? Ne, das sind diese. Wofür sind denn die? Was ist das? Das hier? Hüfte? Nein. Ach, das ist der Brust. Nee, das ist das Brustdingen. Oh Gott. Nee, nee. Boah, vielleicht. Das sieht doch ganz gut aus. Aber? Hat jetzt immer noch die Werte, oder nicht? Aber eigentlich schon. Okay. Dann machen wir erstmal so weiter. Und gehen in das Questblock und gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Wir haben nämlich... Das ist die Hauptquest. Haben wir noch irgendwelche anderen? Den hier. Zerstöre die Handelsschiffe. Will ich... Naja, will ich noch nicht machen. Dann folgen wir jetzt erstmal wieder der Hauptquest. Sprich mit Nikolaus. Wir müssen jetzt schon mit Nikolaus sprechen. Nikolaus ist doch unser Vater, der, den sie den Wolf nennen, oder nicht? Warum werden wir angegriffen, oder was? Nö. Ich wollte einmal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich habe hier Fragezeichen gesehen. Und zwar hier. Wir sollen aber hier hin. Holen eine Stufe 8. Also wenn ich mir das so überlege, würde ich jetzt ganz gerne eigentlich mich doch mal hier andocken und mich hier ein bisschen umsehen und nicht die Hauptstory machen. Komm, wir docken mal hier an und schauen uns das hier erstmal ein bisschen an. So, Vorsicht. Segel setzen. Ja, ich möchte ja auch in eine neutrale Zone fahren. Ist schon alles gut. Anlegen. Ach komm,
Wir haben noch so viel Zeit. Wir haben genug Zeit, die Hauptstory noch irgendwann zu machen. Lass uns doch jetzt erstmal hier umschauen und gucken, was es für uns hier so alles zu entdecken gibt. Hafenkreuzes heißt er. Aha. Das Spiel ist einfach so geil. Macht einfach so viel Spaß. So. Wo sind wir denn hier? Ja. Sprich mit Nikolaus, ist okay. Eine Nachrichtentafel haben wir hier. Können wir mit dir auch reden? Oh nee, der macht Musik. Oh. Hm, hört der See. Wie sieht die hier so? Das ist aber auch empfohlen Stufe 10. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch lange nicht. Das nehmen wir jetzt aber an, obwohl das empfohlene Stufe 34 ist, nehmen wir das jetzt trotzdem an, weil das nicht auf Zeit ist. Das können wir dann irgendwann mal nachholen. Achso, ist doch auf Zeit. Ach, ist doch auf Zeit. Ja, nur 24 Stunden verfügbar. Ja, okay. Ja, Mist. Okay, vergesst es. Mehrere Quests angenommen. Ja. So, was ist denn das hier für ein Dörfchen? Was ist denn das hier? Oh. Was bedeutet das? Gegnerstufe 34. Okay. Dann werden wir vielleicht doch nicht allzu lange an diesem Ort hier bleiben und uns doch in Richtung... Und uns doch in Richtung Hauptquest machen. Ja. Oh. Ich dachte, wir sind hier in einer neutralen Zone. Was ist denn hier los? Oder sind die nicht böse? Schwerer Soldat. Greifen die uns an? Hey, da stand doch, wir betreten eine neutrale Zone. Wartet mal. Speichern. So. Und dann lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Bitte mal hier hoch. Gibt es hier irgendwas? Nein, das reicht, Cassandra. Höher musst du nicht. Okay. Sagt er, okay. Ja, ich laufe jetzt einfach mal da in Richtung Tor und guck mal, ob die uns angreifen. Was habe ich jetzt hier für FPS-Drops? Hallo Spiel, was machst du? Da läuft aber noch alles. Nö, hier greift uns keiner an. Moin. Was ist denn das hier für ein Gebiet, Mann? Welche Stufe? Warum können wir hier schon hin? Entdeckter Ort. Empfohlene Stufe 34. Wir laufen zu dem einen Fragezeichen. Nicht zu dem. Da war doch ein Fragezeichen in der Nähe. Da, 300 Meter. Lass uns da einmal hingehen und gucken, was für Stufen die wilden Tiere, die Wölfe oder was auch immer es hier so gibt, welche Stufe die denn haben. Ob wir auf der Insel hier überhaupt schon sein sollten. Weil so ein bisschen bezweifle ich das jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, wenn wir mal hier irgendwie Wölfe finden oder sowas, welche Stufe die haben. Kletter mal hier hoch, Cassandra, bitte. Hopp, hopp. Was hat es mit diesen einen unentdeckten... Ah, jetzt geht wieder mit den FPS. Krass, in der Stadt war gerade übel mit den FPS. Aber guck mal, wir könnten uns theoretisch schon den... Oh, komm, der Schnellreisepunkt. Wir holen uns den Schnellreisepunkt, wenn es geht. Wenn es geht. Dann wäre das nämlich schon mal erledigt. Oh, schön sieht das hier. Oh, da hinten gibt es auch mit Schnee bedeckte Berge. Okay. Wir haben ja unten gespeichert. Wir rufen jetzt nicht Ikarus, wir laufen hier einfach mal rein. Und gucken wir mal, was uns denn hier so erwartet.
Ah, komm, Cassandra. Hast es gleich geschafft, geht jetzt was steil bergauf und ich höre, du bist schon außer Atem, aber... Komm, wir haben es gleich geschafft. Da oben ist der Ort zum Synchronisieren. Da ist noch ein Bäumchen. Nehmen wir mit. Dann lass uns doch einmal den Ort hier synchronisieren. Von hier oben wahrscheinlich. Ja komm, dann haben wir wenigstens schon mal einen Schnellreisepunkt wieder. Einen weiteren Schnellreisepunkt, nice. So, ja, ich würde mal sagen, was wir haben, haben wir. Das nächste Fragezeichen, das ist... wir laufen jetzt doch wieder zurück zur Anlegestelle. Wir hätten nämlich das Fragezeichen da rechts nehmen sollen. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt schon mal den Schnellreisepunkt uns da geschnappt haben. Jetzt gehen wir aber zurück zum Hafen und dann zu dem rechten obwohl das rechte Fragezeichen war ja da, stimmt, wo die Typen Stufe 34 waren, ne? Ich lauf da einfach mal hin, wir speichern gleich nochmal vorher, lauf da einfach mal hin und schau dann mal, ob die uns angreifen oder nicht, weil wenn die uns nicht angreifen, so wie die hier, die auf der Mauer hier Wache halten, wenn die uns nicht angreifen, greifen die uns doch bestimmt auch nicht an, aber dann wäre das mit dem Schatzplündern doch wieder stehlen. Schätze ich mal. Ah, was gibt's hier? Okay, dafür brauchen wir nicht mal so weit, aber das ist halt bestimmt stehlen. Ach, verdrückt mich jedes Mal, wenn ich Ikaros zurückrufen möchte. Hallo. So. Oh, Baum. Hallo, Baum. Ja, das ist hier alles wieder stehlen. Sieht uns denn jemand? Sollen wir es einfach mal machen? Weiß ja nicht. Huch, warum können wir... Wir können auf dem Pferd aufsitzen, aber wir können das doch nicht einfach... Und da kommt der Kopfgeldjäger. Da kommt... Was? Ich habe ihn doch gesehen. Was? Wo ist der denn jetzt hin? Kannst du nicht einfach auf ein Pferd hier setzen und damit wegreiten? Das ist doch Schwachsinn. Hat keiner gesehen. Okay. Wir haben alles gesehen. Nichts ist passiert. So. Dann laufen wir jetzt einmal zu dem... Fragezeichen. Auf der Seite, wo wir die Männer gesehen haben, die Stufe 34 sind. Ah, was bedeutet denn diese Sanduhr? Heiler, benötigst du die Hilfe einer Söldnerin? Heute Morgen habe ich wieder drei Patienten verloren. Eine Familie. Sie gerieten zwischen Athener und Spartaner. Dieser Krieg muss aufhören. Keine Ahnung, er wird nie aufhören, er ist bald zu Ende, keine Ahnung. Ich bin sicher, dass bald Frieden herrschen wird. Es wird kein Ende nehmen, wenn niemand etwas unternimmt. Es muss eine Möglichkeit geben, sie von hier zu vertreiben. Nimm ihnen Waffen und Nahrung weg, vielleicht sogar die Schiffe. Ich bezahle dich. Ich soll die spartanischen Schiffe versenken. Die Götter sind gnädig.
Das ist genau, was ich begehre. Ich bin genau die Richtige. Oh, ich danke dir dafür. Alles erledigt. Ob wir wirklich dafür die Richtige sind, keine Ahnung. Zerstöre Athenas Schiffe. War das jetzt das hier? Karte. Egal. Wir laufen jetzt einmal Richtung dem Fragezeichen mit den Stufe 34 Typen. Waren die jetzt? Ich glaube, ich laufe hier richtig. Ja, da oben. Und schauen, aber vorher speichere ich noch einmal. Dann schauen wir mal, ob die uns einfach so angreifen oder nicht. Du darfst hier wirklich nicht. Oh. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Die greifen uns auf jeden Fall an. Ja, ist okay. Ciao. Nein. Tschüss. Hallo. Cassandra. Und Alter, warum habe ich denn hier in dem Ort so FPS-Downs? Richtig krass. Lass mich in Ruhe. Folgen die uns jetzt immer noch? Nee, die wissen nicht, wo wir sind. Oh, dreht um. Haut ab. Haut ab. Nice. Das sieht gut aus. Dann machen wir uns jetzt sofort dahin. Welche Stufe ist das denn hier? Warum sieht man denn nicht, welche Stufe dieser Bereich ist? Egal. Jetzt als nächstes machen wir uns auf jeden Fall dann direkt auf den Weg zur Hauptquest. Sprich mit Nikolaus.